Wütend warf Sasuke seine Tasche in eine Ecke. Es war Weihnachten. Nein, eigentlich erst kurz davor. Die Weihnachtsferien hatten gerade begonnen. Aber anstatt sich wie jeder andere darüber zu freuen, ärgerte sich der junge Uchiha in Grund und Boden. Denn er sollte Heiligabend nicht zu Hause verbringen, bei seinen Eltern, wie es wohl normal gewesen wäre. Nein, seine Eltern setzten ihn eiskalt vor die Tür. Der Grund? Sasuke hatte sich vor einigen Wochen von seinem Freund getrennt. Seine Eltern wussten davon nichts und Sasuke hatte das aus guten Gründen verschwiegen. Auch sein älterer Bruder Itachi hatte sich einmal in einen Jungen verliebt und wurde daraufhin von seinen Eltern aus dem Haus gejagt. Seit diesem Tag sahen sich Itachi und Sasuke nur noch heimlich, denn der Jüngere wollte, trotz Anraten seines Bruders, den Kontakt nicht abbrechen lassen. Er sah es einfach nicht ein, denn gegen Liebe konnte doch niemand etwas tun. 3 Jahre lebte Itachi nun schon nicht mehr zu Hause und er war auch der Einzige, dem Sasuke sich anvertraut hatte, als er sich in seinen besten Freund verliebte. Noch heute war Sasuke davon überzeugt, dass aus ihnen nie ein Paar geworden wäre, wenn Itachi ihn nicht unter die Arme gegriffen hätte. Doch als sie sich trennten, brach für Sasuke eine kleine Welt zusammen. Tagelang hatte er sich nur noch in sein Zimmer eingeschlossen und war nicht mehr herausgekommen. Sein Ex hatte sich Sorgen um ihn gemacht, da er nicht mehr zur Schule gekommen war und stand gegen jede Abmachung vor seiner Tür. Durch sein Rufen und Flehen, durch seine Worte, wurde Sasukes Eltern irgendwann klar, dass ihr Sohn und er einmal ein Paar gewesen waren. Unter Drohungen seines Vaters und Tränen seiner Mutter erzählte Sasuke ihnen schließlich alles und jetzt stand er hier. Mit gepackten Koffern in einem Zimmer in der Wohnung seines Bruders. Ja, auch ihn hatten seine Eltern nach diesem Gespräch aus dem Haus geworfen. Seine Mutter hatte stundenlang geweint und irgendwas vom schlechten Einfluss geredet. Während sein Vater wütend durch die Wohnung gerannt war und alles an die Wand geworfen hatte, was nicht nied- und nagelfest war. Insgesamt hatte Sasuke das Gefühl, Glück gehabt zu haben, seinem Vater nicht begegnet zu sein, als dieser wieder ein Wurfgeschoss in der Hand gehabt hatte. Sein Ziel wäre dann wohl sein eigener Sohn geworden. Seufzend ließ sich der junge Uchiha jetzt auf ein Bett fallen, welches sein Bruder sonst immer als Gästebett gedient hatte. Das Haus war ziemlich alt und nicht sonderlich groß. Doch ohne zu zögern hatte Itachi für ihn Platz geschaffen. »Na, geht's dir besser?« Fragend schob sich Itachi in das Zimmer und betrachtete seinen Bruder, welcher nur noch ein Häufchen an Elend zu sein schien. Itachi konnte das gut verstehen. Auch ihm war damals nur noch zum Heulen zumute gewesen, als ihn seine Eltern für die Tour gesetzt hatten. Doch immerhin hatte er damals noch einen Freund gehabt, welcher noch immer bei ihm lebte und ihn nach allen Möglichkeiten unterstützt hatte. Sasuke dagegen war vollkommen alleine und er sah nicht gut aus. »Ja, schon gut. Ich musste ja mit sowas rechnen.« Der Jüngere versuchte ein verzweifeltes Lächeln, doch das entglitt ihm ziemlich und sah ein wenig grotesk aus. Itachi setzte sich zu ihm und legte einen Arm um ihn. »Es wird mit der Zeit besser«, flüsterte er leise. »Ich weiß, wovon ich rede.« An den Türrahmen lehnte sich ein junger Mann mit roten Haaren und rotbraunen Augen. »Störrig?« Seine Stimme klang ruhig und ein wenig rauchig, dabei schien er nicht sonderlich freundlich zu sein. Irgendwie wusste Sasuke noch nicht genau, was er von ihm halten sollte. Die Augen ruhten sanft auf dem Geschwisterpaar. Er wusste immerhin, was passiert war. »Nein, schon gut, Sasori.« Sasuke konnte nun wirklich wieder ein wenig lächeln. »Ich werde meine Sachen auspacken und dann noch ein bisschen spazieren gehen. Ist das in Ordnung?« Itachi zuckte mit den Schultern. »Ich halte dich nicht auf, aber sieh zu, dass du wirklich wieder nach Hause kommst.« In seiner Stimme klang Sorge mit, doch Sasuke winkte ab. »Keine Angst, da muss schon was anderes kommen.« Er wusste oder ahnte, dass sein Bruder sich Sorgen machte, er würde sich etwas antun. Aber das hatte er nicht vor. Er würde seinen Eltern nicht die Genugtuung verschaffen, ihm so schnell und so einfach loszuwerden. Sie hatten ihn so sehr verletzt, dass man es kaum in Worte fassen konnte. Doch auf der anderen Seite hatte der junge Mann immer damit gerechnet. Jetzt musste er sich wenigstens nicht mehr verstecken. Nachdem Sasuke seine Kleidung und alles andere, was er von zu Hause gerettet hatte, verstaut hatte, machte er sich auf den Weg. Draußen lag Schnee und die Sonne strahlte vom Himmel. Sasuke musste sich eingestehen, dass es ihm lieber gewesen wäre, wenn es geregnet hätte. Denn das hätte besser zu seiner Laune gepasst. Doch das Wetter konnte er ja leider nicht ändern. Leise seufzte er, während er sich auf dem Grundstück umsah, welches zu dem kleinen Haus gehörte, in dem sein Bruder jetzt lebte. Natürlich war Sasuke schon öfter hier gewesen, doch er hatte sich noch nie genauer umgesehen. Es hatte ihn nie sonderlich interessiert. Jetzt allerdings fiel ihm auf, dass dieses Haus ziemlich weit abseits vom Dorf stand. Hier verirrte sich niemand so schnell her, weswegen das Haus wohl auch so billig gewesen war. Damals hatte Itachi viel renovieren müssen, denn seit Jahren hatte niemand mehr dort gewohnt. Doch jetzt sah es wieder recht ansehnlich aus.
Das Haus war von Bäumen umgeben und ein wenig weiter weg konnte Sasuke einen kleinen See erkennen, der von einer dünnen Eisschicht überzogen war. Erschrocken zuckte der junge Uchiha zusammen, als es im Gebüsch neben ihm raschelte. Doch als die kleine Katze miaute und aus dem Gebüsch herauskam, musste er lächeln. War er jetzt schon so durcheinander, dass er sich von kleinen Katzen erschrecken ließ? Erneut musste er seufzen und sein Blick wanderte durch die Bäume. Sasuke wusste nicht genau, was er suchte, doch irgendwie überkam ihn das Gefühl, als würde er beobachtet werden. Als seine Augen jedoch niemand finden konnte, drehte er sich wieder um und stiefelte in das Haus zurück. Ihm war kalt geworden. Drinnen begegnete er ihm als erster Sasori, welcher sich gerade in einen dicken Mantel hüllte. Oh, schon wieder da? Sasuke nickte leicht. Ist ganz schön kalt. Gehst du einkaufen? Darauf nickte der Rotschopf nur. Erst als er sich in die Schuhe gequält hatte, wandte er sich wieder seinem neuen Mitbewohner zu. Soll ich dir was mitbringen? Zigaretten, murmelte Sasuke leise und bemerkte aus dem Augenwinkel, wie Sasori zusammenzuckte. War ein Witz. Schokolade wäre nicht schlecht, meinte er stattdessen. Und hörte eine Stimme, die von den oberen Zimmern zu kommen schien. Das will ich dir auch geraten haben, mein lieber Bruder. Erwische ich dich einmal mit einer Zigarette hier im Haus, dann kannst du wieder ausziehen. Sasuke war klar, dass seinem Bruder diese Drohung durchaus ernst war. Aber er hatte auch nicht vor, mit dem Rauchen anzufangen. Sein Ex hatte geraucht, vielleicht war er deswegen auf die Idee gekommen. Doch beim Küssen war das anfangs wirklich ekelhaft gewesen. Statt sich darüber noch länger Gedanken zu machen, schlürfte Sasuke in sein Zimmer und ließ sich auf sein Bett fallen. Der Tag war anstrengend gewesen und hatte ihn mehr Nerven gekostet, als er sich selbst eingestehen wollte. Kaum, dass er wirklich zur Ruhe gekommen war, schlief er auch schon ein. Sasuke wurde erst Stunden später wieder wach. Er konnte sich daran erinnern, dass Itachi ihn zum Essen gerufen hatte, doch er war einfach wieder eingeschlafen, bevor er sich aus dem Bett hatte erheben können. Nun allerdings meldete sich sein leerer Magen und er beschloss, in die Küche zu gehen. Draußen war es dunkel geworden, nur der Mond erhellte alles ein wenig, denn er schien mit voller Kraft und spiegelte sich im Schnee. Auf einmal fühlte sich Sasuke hellwach und hätte alles umräumen können. Doch erst einmal wollte er etwas essen, hoffentlich war noch was da. Er betrat die Küche und wollte schon auf den Lichtschalter drücken, als er eine Silhouette im Mondlicht erkennen konnte. Das hätte ihn nicht weiter gewundert, immerhin lebte er hier ja nicht alleine. Doch sie passte weder zu Itachi noch zu Sasori. Beide waren gut gebaut und hatten muskulöse Körper. Dieser hier jedoch war ziemlich dünn und beinahe ausgemergelt. Das Gesicht des anderen wandte sich dem Mond zu und in dem schwachen Licht, welches Sasuke auf einmal zu schwach wirkte, konnte er ein blasses Gesicht erkennen. Was ihm aber besonders auffiel, waren diese tief traurigen, hellblauen Augen, die sehnsüchtig in den Mond schauten, als wollten sie von diesem verschluckt werden. Dabei waren sie so ziellos und traurig, dass es Sasuke einen Stich versetzte. Es war ein Junge mit hellen, blonden und tiefblauen Augen. Er wirkte schwach und schutzlos, irgendwie verloren und einsam. Irgendwas in Sasuke regte sich, doch er traute sich nicht, auch nur einen Schritt zu tun. Er überlegte, ob er nicht vielleicht sogar die Luft anhalten sollte. Der Junge seufzte leise und begann einmal in der Küche herumzugehen. Seine Hände wanderten über das Holz der Schränke, als würde er sich an etwas erinnern. Doch als er an Sasuke vorbeiging, blickte er ihn nicht einmal an. Er schien den jungen Uchiha überhaupt nicht zu sehen. Nur Millimeter trennten die beiden, als der Junge aus der Küche verschwand. Noch einmal stand Sasuke da, drehte sich aber auf einmal ruckartig um und wollte hinter dem Fremden her. Doch als er auf dem Flur ankam, war niemand mehr zu sehen. Verwirrt blickte sich Sasuke um und sah auch in die umliegenden Zimmer, doch er war allein. Hatte er sich das jetzt nur eingebildet? Kopfschüttelnd stand Sasuke noch einen Augenblick lang da und wartete darauf, dass der Junge einfach so wieder auftauchen würde, wie er verschwunden war. Doch er blieb allein. Erst sein Magen erinnerte ihn daran, warum er eigentlich hier runtergekommen war. Langsam drehte sich Sasuke um und ging zurück in die Küche. Noch immer machte er kein Licht, sondern stellte sich in den Kühlschrank, fischte einen Joghurt heraus und holte sich noch einen Löffel. Anstatt zurück in sein Zimmer zu gehen, stellte er sich an das Fenster, an dem eben noch dieser Junge gestanden hatte. Ob Sasuke nun wollte oder nicht, der Kerl ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Warum war der einfach so an ihm vorbeigegangen, als hätte er ihn nicht gesehen? Und was macht er eigentlich mitten in der Nacht in diesem Haus? Gleich morgen wollte er Itachi fragen, wer hier früher gewohnt hatte und ob der Junge vielleicht deswegen hier gewesen war. Oder ob es irgendwo Nachbarn gab. Würden die einfach so hier reinspazieren? Das alles verwirrte Sasuke so sehr, dass er sogar für einige Zeit vergessen konnte, weswegen er eigentlich hergekommen war. Seine Eltern schienen auf einmal ganz weit weg und einzig und allein dieser Junge zog sein ganzes Interesse auf sich. Eine Antwort konnte er aber dennoch nicht finden, warum dieser Typ hier in seiner Küche gestanden hatte.
Während er so dastand, wurde Sasuke wieder müde. Es war wie ein Schauer, das ihn auf einmal überfiel. Deswegen verschob er das Nachdenken lieber auf morgen und tappte auf nackten Füßen zurück in sein Zimmer, wo er sich in die Decke kuschelte und sofort wieder einschlief. Am nächsten Morgen überlegte Sasuke einen Moment lang, ob er das Ganze vielleicht einfach geträumt hatte. Doch allein der leere Joghurtbecher auf der Spüle machte ihm klar, dass er wirklich in der Küche gewesen war und auch, dass alles andere real gewesen sein musste. Zusammen mit Sasori und seinem Bruder saß er am Frühstückstisch und kaute nachdenklich auf seinem Brötchen herum, bis er endlich die Frage stellte, die ihn quälte. Sag mal, Itachi, wann hat hier das letzte Mal jemand gewohnt? Murmelte Itachi und nippte an seinem Kaffee. Das ist mindestens schon 60 Jahre her, wenn nicht noch länger. Warum? Sasuke druckste ein wenig herum. Ihm war das so unangenehm, darüber zu sprechen, was letzte Nacht passiert war. Aber irgendwie musste er an Informationen herankommen. Aus diesem Grund berichtete er seinen Mitbewohnern von der Begegnung der letzten Nacht und die beiden warfen sich skeptische Blicke zu. Ich glaube dir, das hast du geträumt, meinte Itachi und stand auf. Er musste heute auch noch zur Arbeit, wobei er überhaupt keine Lust dazu hatte. Oder er ist ihm begegnet, meinte Sasori geheimnisvoll. Wem? Jetzt wurde Sasuke neugierig, ob er wollte oder nicht. Genervt drehte sich Itachi zu seinem Freund um. Jetzt setz dem Jungen doch nicht so ein Floh ins Ohr, das ist ein altes Märchen und nicht mehr. Über Sasoris Gesicht zog sich ein breites Grinsen, doch er wandte sich wieder an Sasuke, ohne auf Itachis Einwände zu reagieren. Also das ist so. Es gibt Gerüchte, dass es in diesem Haus einmal eine arme Familie gegeben haben soll, die nur einen einzigen Sohn hatte. Dieser Sohn soll ausgesehen haben wie ein Mädchen, also ziemlich schmächtig und zierlich. Genauso sanft und rein soll auch sein Wesen gewesen sein. Das allerdings ließ einige Herren glauben, sich an dem Jungen vergreifen zu können. Was wiederum dazu führte, dass seine Eltern ihn versteckten, hier im Haus. Er starb im zarten Alter von 16 Jahren. Seitdem soll er keinen Frieden finden und noch immer in diesem Haus herumstreichen. Warum allerdings, weiß niemand. Sasuke seufzte auf. Das klingt ja wie ein schlechtes Märchen. Sein Bruder grinste, habe ich dir doch gleich gesagt. Das ist einfach nur eine Geschichte, die von Menschen erfunden wird, um ein altes Haus wie dieses hier ein bisschen spannender zu machen. Nur Sasori war davon nicht sehr überzeugt. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass dieses Haus wirklich einer Familie gehörte, deren Sohn früh gestorben ist. Warum oder ob es da einen Geist gibt, weiß ich nicht. Ich habe ihn jedenfalls noch nie gesehen. Das alles klang Sasuke doch ein wenig merkwürdig. Daran glauben tat er nicht. Hätte das eine bessere Geschichte gehabt, wäre er versucht gewesen, daran zu glauben, aber so? Nein, das war absolut absurd. Außerdem glaubte Sasuke nicht an Geister. So was Albernes. Nur konnte er leider die Augen des Jungen nicht vergessen und in ihm keimte die Hoffnung auf, ihn irgendwie wiedersehen zu können. Vielleicht kam er ja heute Nacht wieder. Auch wenn Sasuke ein wenig an seinem eigenen Verstand zweifelte, musste er immerhin was gesehen haben. Nur ob er diesen Jungen jemals wieder sah? Der Uchiha hoffte es. Und den ganzen Tag, den er Sasori dabei half, das Haus zu putzen und ein wenig zu reparieren, konnte er an nichts anderes mehr denken. Als es Nacht wurde, war Sasuke eigentlich total müde. Aber er wollte unbedingt versuchen, diesen Jungen wiederzusehen. Während er jedoch in der Küche stand und das allein, kam sich Sasuke mehr als albern vor. Was, wenn das wirklich nur ein dummer Traum gewesen war und er hier eigentlich auf nichts wartete? Ein paar Minuten stand er nun schon alleine in der Küche und gab schon sämtliche Hoffnungen auf, als sein Blick aus dem Fenster glitt. Dort stand er, wie schon in der letzten Nacht, mitten im Mondstein. Sein Blick war leer und traurig. Ohne lange zu überlegen, rannte Sasuke los. Hinaus aus dem Haus und dorthin, wo er diesen geheimnisvollen Jungen eben noch hatte stehen sehen. Noch immer stand er dort und sah mit traurigen Augen in den Mond. Dieser Anblick verzauberte Sasuke, genau wie die ganze Gestalt des jungen Mannes. Er war wie gefangen von dem Jungen, auch wenn er noch nicht einmal seinen Namen wusste. Doch ihn anzusprechen traute er sich auch nicht. Viel zu unwirklich wirkte die Gestalt mit der blassen Haut und diesen sanften Augen. Doch noch während Sasuke überlegte, wie er an den Namen des Jungen kommen sollte, drehte sich dieser um und blickte auf ihn. Für Sekunden trafen sich ihre Augen und mit einem Mal wurden die traurigen Augen ungläubig. Panisch drehte sich der Blondschopf um und rannte in den Wald. Sasuke brauchte nur wenige Sekunden, um hinter ihm herzuhechten, doch zwischen den Bäumen war niemand mehr zu sehen. Er war weg. Einfach verschwunden. Wie versteinert stand Sasuke im Wald und wusste nicht mehr, was er glauben sollte. Sondern zweifelte stark an seinem Verstand.
Er suchte mit den Augen den Schnee ab, suchte nach Fußspuren. Doch auch die fehlten. War er denn jetzt komplett verrückt? Vielleicht war er auch einfach nur übermüdet, dachte sich der jüngere Uchiha jedenfalls und beschloss, ins Bett zu gehen. Auf der Treppe blieb er wie angewurzelt stehen. Da stand er. Mitten im oberen Teil des Hauses auf dem Flur stand er und sah Sasuke an. Kannst du mich sehen? Seine Stimme zitterte, während seine Augen ungläubig über Sasuke wanderten. Dieser jedoch nickte leicht. Mit einem Ruck sprang Sasuke auf den Blonden zu und wollte ihn festhalten, doch dieser wich aus und verschwand. Das an sich wäre ja nicht sonderlich bemerkenswert gewesen, wäre da, wo er verschwand, nicht eine dicke Steinmauer. Mit geweiteten Augen stand Sasuke da und wusste überhaupt nicht mehr, was los war. Dieser Typ trotzte sämtlichen Naturgesetzen. Mit eigenen Händen wanderte Sasuke über die Wand, um sich davon zu überzeugen, dass da nicht irgendwo ein Mechanismus dahinter steckte. Doch er fand nichts. Ugh, Sasuke? Gähnend trat Itachi aus dem Zimmer, das hinter der Steinmauer versteckt war, und sah seinen blassen Bruder an. Nicht, dass er jemals sehr viel Farbe im Gesicht gehabt hatte, aber jetzt wirkte er wirklich weiß. Geht's dir nicht gut? Sasuke schüttelte den Kopf. Ich bin einfach nur müde, murmelte er vor sich hin und schlich sich in sein Zimmer. Dort ließ er sich auf sein Bett fallen und dachte an diese verschreckten blauen Augen, als er ihn direkt angesehen hatte. Ja, natürlich konnte Sasuke ihn sehen, was war denn das überhaupt für eine Frage? Müde kuschelte sich der Uchiha in seine Decke und schloss die Augen. Er konnte diese tiefblauen Meere einfach nicht vergessen. Das Ganze war wirklich merkwürdig. Doch schnell war Sasuke im Reich der Träume verschwunden. Neben seinem Bett tauchte ein Schatten auf und sah Sasuke skeptisch an. Für ein paar Sekunden ruhten blaue Augen auf dem Schlafenden. Dann löste sich der Schatten im Nichts auf.